Und genau das ist dann die vierte Stütze der Gesellschaft. وَرَجُلَانِ تَحَبَّ فِي اللَّهِ Zwei Personen, die sich in Allah lieben, so treffen und wieder so auseinandergehen. Wo soll ich denn diese Leute finden? Auf der Straße? Im Café? Im Shisha-Café? Wo sich heutzutage sehr viele Jugendliche jeden Abend treffen? Leider. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an den Moscheen, dass sie zu wenig Angebote haben für die Jugendlichen. Aber das ist nicht die Alternative, dass ich meinen ganzen Abend im Shisha-Café verbringe. Da werde ich nicht die Leute finden, die ich wirklich in Allah liebe. Die Leute, die ich finde, die ich in Allah liebe, die finde ich wo? In der Moschee. In einem Haus Allahs, wo ich Menschen habe, deren Herzen an die Moschee gebunden sind. Dort finde ich diese Leute. Dort finde ich diese Schwestern, dort finde ich diese Brüder. Und deswegen diese Geschwisterlichkeit. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, das erste, was er machte, er kam in Medina an, er gründete die Moschee. Und das zweite, was er machte, er hat die Ansar mit den Muhajirin verbrüdert. Eine Gesellschaft, wo wir Hass haben, wo wir Neid haben, ist eine Gesellschaft, die nicht funktionieren kann. Eine Gemeinschaft, wo Hass und Neid unter den Geschwistern ist, funktioniert nicht. Es ist eine Gemeinschaft, die auseinanderbricht. Und deswegen achtet darauf, diese Liebe in Allah subhanahu wa ta'ala, sie ist so wichtig. Diese Brüderlichkeit, ich merke das immer wieder, dass auch unter aktiven Geschwistern es immer wieder diese Streitigkeiten gibt. Manchmal wegen Kleinigkeiten. Das ist mein Bruder, ich liebe ihn in Allah subhanahu wa ta'ala. Meine Schwester, die ich in Allah subhanahu wa ta'ala liebe, ich sehe über ihre Fehler hinweg, ich verzeihe ihr, ich entschuldige mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ich versuche mich immer wieder auch selbst in Frage zu stellen. Kann es sein, dass ich vielleicht falsch gesprochen habe, dass er meine Worte falsch verstanden hat? Wie oft ist es, dass Leute sich streiten auf WhatsApp in irgendwelchen Gruppen und wegen Kleinigkeiten dann ein großes Problem machen, was die gesamte Gemeinschaft tagelang beschäftigt? Tagelang! Energie geht verloren! Was ist das, was die Muslime geschwächt hat? Das, was die Muslime geschwächt hat, sind die innerlichen Streitigkeiten gewesen. Sogar zur Zeit des Propheten und nach seinem Tode. Der Prophet hat die Muslime zusammengehalten. Abu Bakr hat sie zusammengehalten. Umar hat sie zusammengehalten. Und dann kam der Shaitan, die Dunya. Ja? Und die Krankheiten haben sich verbreitet. Und die Gemeinschaft der Muslime wurde gespaltet. Das sind die vier Stützpfeiler, die der Prophet erwähnt für eine fromme Gesellschaft. Gerechtigkeit, die Jugend, die fromm ist. Nicht irgendeine Jugend. Dann Nummer drei, die Moschee, die im Mittelpunkt der Gesellschaft steht. Und Nummer vier, die Geschwisterlichkeit unter den Menschen.